Auferstehung feiern. Ja, ich habe mich gefragt, ja, wie macht man dann das, Auferstehung feiern? Margrit und Kurt haben sich bei mir abgemeldet heute. Sie sind ja nicht hier. Sie sind übrigens ins Tessin gefahren. Ich habe dann gedacht, meine Güte, wie kann man über Ostern ins Tessin? Sie sind eingeladen dort. Und sie, Kurt schreibt, mit mindestens zweimal anderthalb weinenden Augen müssen wir unsere Abwesenheit am kommenden Ostersonntag entschuldigen lassen. Sofern unsere Erinnerung stimmt, haben wir den wichtigsten Gottesdienst in der CGM im CGM-Jahr noch nie verpasst. Den wichtigsten Gottesdienst, schreibt er. Und dann sagt er noch, den CGM-Ostergottesdienst werden wir uns gerne später online ansehen. Ja, dir und allen Geschwistern ein frohes Auferstehungsfest. Halleluja. Also, so viel die Grüße von Margrit und Kurt. Auferstehung feiern. Ja, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das kennen wir alle. Und dieses Sprichwort meint ja, man soll jede nur erdenkliche Gelegenheit ergreifen, um Party zu machen. So würden das die jungen Leute heute sagen, oder? Alle Möglichkeiten anschauen, um zu feiern. Und ich finde es immer schön, zu feiern. Ganz egal, was es ist, wir können feiern. Und sei es nur einen schönen, lauschigen Sommerabend zusammen mit der Liebsten oder dem Liebsten auf der Feierabendbank mit einem Glas Wein, Rosé, Bier oder was auch immer du dann auch trinken willst. Genau. Aber ich habe etwas gemerkt, dieses Sprichwort, Gott, das ist nicht so ganz Gottes Sicht. Wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich, er hat dem Volk Israel so ziemlich ganz genau vorgeschrieben, wann sie welches Fest und wie lange sie es feiern sollen, müssen, dürfen. Ja, nein, das ist schon eher ein Müssen. So ist das auf jeden Fall in der Bibel geschrieben. Da gab es drei große Festzeiten, neben ein paar kleineren. Das Passafest, das war zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang, dann Shavuot, das Wochenfest, das war so das Pfingstfest, das war auch 7 Tage lang, so ein Erntefest. Und dann noch Sukkot, das Laubhüttenfest, die Erinnerung an die Wüstenwanderung, auch über eine Woche. Und dann noch ein paar zwischendrin. So im Jahreslauf sah das ungefähr so aus, im Frühling war Passa. Und dann so im Sommer gegen den Herbst war dann das Wochenfest, dann kam das Neujahr, das fängt irgendwann im Sommer dort, im September fängt das an. Und dann Yom Kippur, noch im gleichen Monat wie das Neujahr, das ist immer ein Tag, das Laubhüttenfest so im Herbst und dann noch das Lichterfest, die Einweihung des Tempels im Winter. Gab es noch ein paar sonstige Feste, das Purimfest und so weiter. Aber das ist jetzt hier nicht so entscheidend. Diese drei längeren Festzeiten, die waren immer verbunden mit einer Wallfahrt nach Jerusalem, um dort Opfer zu bringen und um dort die Gegenwart Gottes eben auch zu suchen, weil die Gegenwart Gottes, die war dort im Tempel. Darum waren das diese großen Festzeiten. Nun, Gott hatte diese Zeiten da vorgeschrieben und er hatte den Inhalt ganz genau auch festgelegt und den Ablauf. Er hat gesagt, wie diese Feste zu feiern sind, wie sie zu verstehen sind. Und jedes Fest hatte so seine Herkunft, seinen Sinn, seinen Inhalt, so den bestimmten Ablauf und auch seine Farbe. Darum habe ich das ein bisschen farbig gemacht. Diese Feste von Gott sollten also nicht einfach gefeiert werden, wie sie gerade fielen, sondern so, wie es Gott gefiel. Und da stellt sich die Frage, wie feiern wir dann unsere Feste? Wenn wir da schauen, so Chanukka, das ist so wie ein Pendant zu Weihnachten, das auch im Winter dann natürlich die Passionszeit an Ostern und Pfingsten, da mit dem Wochenfest, das hat so seine Anknüpfungspunkte.
da im jüdischen Festkalender. Was ist Ursprung unserer Feste? Was ist der Sinn, der Inhalt? Und was ist einfach so Tradition? Wie feiern wir jetzt besonders in dieser Zeit, in dieser Passionszeit Ostern? Wie feiern wir Tod und Auferstehung von Jesus? Ja, wie feiern wir das Sterben von Jesus? Und wie feiern wir Auferstehung? Und wir merken etwas, Passa und Passion, das hängt irgendwie auch sprachlich zusammen. Natürlich Passion, das Englische, Passion, Hingabe, Leidenschaft, das ist so verwandt mit dem Passa. Und darum gibt es auch so Parallelen zwischen dem Passa, damals, als Jesus es noch gefeiert hat, und wie es die Juden heute alle noch feiern, dieses Passafest, und mit der Passionszeit, die wir heute hier bei uns haben. Und diese Parallele wollen wir miteinander mal anschauen. Das Passa, das war der Beginn einer Festzeit von 7 Tagen, das Fest der ungesäuerten Brote. Das war immer am 14. Nisan, das war der Monat, der hieß so, und das ist immer so April, März. Das kann man nicht so genau festlegen, weil das mit dem Mond zusammenhängt, mit dem Vollmond ist das immer ein bisschen wie Ostern eigentlich an einem anderen Datum. Aber Gott hat gesagt, es ist immer am 14. von diesem Monat. Und dieses Jahr wäre das jetzt am 6. April gewesen, Passa am Abend. Und weil der Tag, so wie die Juden ihn zählen, vom Abend bis zum nächsten Abend geht, ist das immer so ein bisschen schwierig für uns, das Denken, oder? Dann sagen wir, ja, das ist dann Donnerstagabend bis Freitagabend, oder so Gründonnerstag, Karfreitag, und dann der zweite Tag, das ist dann der Sabbat bei den Juden, das wäre bei uns dann von Freitagabend bis Samstagabend, und dann der dritte Tag, das wäre dann der Samstag, Sonntag. So kann man das ungefähr verstehen. Und wenn wir das dann so bei uns so anschauen, dann ist dann Passa eben Karfreitag, der Tod von Jesus Christus, Sabbat, der Ostersamstag, die Ruhe im Grab, auch eben die Ruhe von seinem Werk. Und dann der erste Tag, wie es heißt, der Ostersonntag, dann der Auferstehungstag. Gut, was ist Passa? Passa, ein schönes Wort. Wenn man es so übersetzt, kann man sagen, es ist ein gnädiges Vorübergehen. Passover heißt auch Vorübergehen an etwas. Ein gnädiges Vorübergehen. Da wurde ein Lamm geschlachtet. Das war damals noch in Ägypten, als die Israeliten in Ägypten in der Sklaverei waren. Die 10 Plagen, die waren da, 9 waren schon durch, und jetzt kam die 10. Plage, und Gott hat gesagt, jetzt schlachtet ein Lamm so für eure Familie, und wenn die Familie zu klein ist, nehmt noch eine andere Familie dazu, damit ihr es aufessen könnt, damit nichts übrig bleibt. Ein makelloses, männliches, einjähriges Tier soll es sein, von den Schafen oder den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und von diesem Lamm, das musste geschlachtet werden, dann wurde das Blut in einer Schale aufgefangen und dann wurde es an die Türpfosten gestrichen. Und der Todesengel, der dann diese Erstgeburt, diese 10. Plage in Ägypten geschehen ließ, der ging dann an diesen Türen vorüber, ging nicht hinein ins Haus und tötete dort den erstgeborenen Sohn. Das war so das Passa. Er ging vorüber, darum Passover, er ging vorbei. Und aufgrund dieser Plage hat der Pharao dann gesagt, und jetzt geht endlich. Das ist jetzt zu viel des Schlechten. Jetzt müsst ihr gehen. Und sie durften dann ja aus Ägypten, aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei ausziehen. Und diese Parallele, die sehen wir ja natürlich auch bei Jesus Christus, wenn Johannes der Täufer von Jesus sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Oder eben Petrus, der hier in seinem Brief schrieb,
Ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber freigekauft wurdet aus einem Leben ohne Inhalt, sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem Blut Christi. Da hatte er natürlich dieses Passalamm vor Augen, dieses makellose Lamm, das eben auch Erlösung aus der Gefangenschaft und aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit und in die Herrlichkeit der Gotteskindschaft hinein eben bewirkt. Der Tod von Jesus Christus ist so dieses Schlachten, dieses Passalams. Es sind nicht wir, die dieses Lamm schlachten, sondern Gott hat es hingegeben. Dieses einmalige, alleingültige, ewig gültige Opfer von Jesus, damit es an unseren Herzen geschrieben steht und wir nicht mehr dem Tod verfallen sind. Man könnte sagen, der Todesengel wird dann an uns vorübergehen. Wir kommen nicht mehr in den Tod. Wir sind erlöst. Die Sünde, die zieht ja den Tod nach sich. Aber weil uns vergeben wurde, sind wir nicht mehr diesem Fluch ausgeliefert. Darum wollte Jesus mit seinen Jüngern an diesem letzten Abend noch einmal richtig das Passamahl feiern. Er hat mit ihnen das Passa gefeiert. Und dann an diesem Abend hat er dann ein neues Mahl eingesetzt, das Abendmahl, das uns auch gegeben ist. Und immer wenn wir es nehmen, und wir werden es nachher noch miteinander auch einnehmen, ist das ein Erinnerungsmahl an das, was Jesus Christus für uns getan hat. So wie die jüdischen Menschen auch heute noch auf dieser Welt Passa feiern, als Erinnerung an das, was in Ägypten geschehen war, so dürfen wir immer wieder feiern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Eben durch das Abendmahl uns immer wieder erinnern. Dann am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten. Das ist der erste Tag dieses Fest der ungesäuerten Brote. Das ist eben der 15. eigentlich, oder? Wenn man vom 14. auf den 15. geht. Da sollt ihr keine Werksarbeit tun. Es ist ein Sabbat, ein Ruhetag. Und das ist bei uns eben dieser Samstag. Und dort legen sie Jesus hin in dieses Grab, weil die Juden Rüsttag hatten und das Grab in der Nähe lag. Und dort lag Jesus vom Freitagabend, den ganzen Samstag, diesen Sabbat und dann bis in den nächsten Tag. Und das war die Ruhe, die da war. Manchmal ist es gut, wenn man sich einfach Zeit nimmt, um in die Ruhe zu kommen und über all das nachzudenken. Manchmal brauchen wir auch so einen Ruhetag, um uns wieder zu erinnern, ja, Jesus ist wirklich für mich gestorben. Manchmal brauche ich das auch, dieses Innehalten, um mir das wieder zu vergegenwärtigen. Es ist wirklich so. Ich kann das zwar mit meinem Verstand nicht immer ganz alles so nachvollziehen, aber ich brauche dann diese Ruhe, um den Heiligen Geist in mir wirken zu lassen und damit das wirklich auch dann wieder in meinem Herzen ankommt. Und am ersten Tag der Woche, nach Sabbat war immer der erste Tag der Woche, an dem sie wieder gearbeitet hatten. Und von diesem ersten Tag sagte Gott, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe und seine Ernte einbringt, sollt ihr die Erstlingsgarbe eurer Ernte dem Priester geben. Er soll diese Garbe vor dem Herrn hin und her schwingen, damit ihr Wohlgefallen findet. Am Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Am Tag nach diesem Sabbat, während diesem Fest der ungesäuerten Brote, soll diese Erstlingsgarbe Gott dargebracht werden. Und diese Erstlingsgarbe, das war die erste Garbe aus der
Gerstenernte, die da begann. Ja, und dieser erste Tag, das ist der Auferstehungstag. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. So sagt es der Engel zu den Frauen am Grab. Und die ganze Jüngerschar sagte zu den Jüngern, die aus Emmaus zurückkehrten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine Erkenntnis. Dann standen die Apostel vor dem Hohen Rat und sagten, der Gott unserer Väter hat Jesus, den ihr ans Holz gehängt und umgebracht hat, auferweckt. Das war das Zeugnis, dieses Bekenntnis, das sie immer und immer wieder gaben, sagten, aussprachen. Und Jesus selber sagte zu Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Ich wünschte, wir könnten das fassen in unserem Herzen. Er ist auferstanden. Und Paulus schrieb an die Korinther, und das finde ich jetzt ganz besonders bemerkenswert, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling derer, die entschlafen sind. Erstling, Erstlingsgabe, Erstlingsgarbe, das ist für mich der Zusammenhang. Dass Christus die Erstlingsgarbe Gottes ist. Die Erstlingsgabe seiner Ernte, die er einbringt und am Einbringen ist über diese Jahrhunderte und Jahrtausende bis heute. Und so viele Menschen sind dazugekommen, die zu dieser Ernte dazugekommen sind. Und es sollen noch viele dazukommen zu dieser Ernte. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus ist der Erstling aus den Toten. In diesen Worten liegt doch so viel Kraft Gottes drin. Das ist die Allmacht Gottes, die darin sichtbar wird. Die darin zum Ausdruck kommt. Darin kommt das Leben, das von Gott kommt, zum Ausdruck. Und das darf für uns Hoffnung sein, dass wir, die wir jetzt noch in unserem sterblichen Leib sind, wir werden alle sterben. Außer Jesus kommt vorher wieder. Das ist die Ausnahme. Und sonst werden wir alle sterben. Aber wir tragen diese Hoffnung in uns, dass dieses Leben, das Christus in sich trägt durch die Auferstehung, auch bei uns unsterbliches Leben bewirkt. Dass wir bis in Ewigkeit mit Gott zusammenleben dürfen. Jesus Christus ist die Erstlingsgabe dieser neuen Ernte, die Gott einbringen will. Und wir gehören dazu. Und es sollen noch so viele dazu kommen. Wir werden im Abendmahl dieses Sterben von Jesus feiern. Und für mich ist Feiern immer auch ein Zusammenhang mit ich bin dankbar. Ich freue mich darüber, auch wenn der Tod etwas Schmerzliches und etwas Trauriges ist. Aber hier ist es ein wirklich kraftvolles Ereignis für uns alle, wenn wir das Brot und den Wein miteinander teilen. Und dann stellt sich die Frage, ja, und wie feiern wir dann die Auferstehung? Ich meine, sterben, das können wir uns vorstellen. Vielleicht haben wir das alle schon erlebt bei Angehörigen oder bei Freunden. Können uns das vorstellen, wie das ist, wenn jemand stirbt. Aber Auferstehung? Hast du schon mal jemanden gesehen,
der auferstanden ist. Also ich nicht. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn jemand von den Toten aufersteht? Oh, ich möchte es erleben, wisst ihr? Das ist etwas, das man nicht so fassen kann, finde ich. Und jetzt ist die Frage, wie feiern wir dann das? Wie feiern wir Auferstehung? Was meint ihr? Wie könnte man Auferstehung feiern? Jesus hat mit dem Zorgen am See Genezareth gefeiert mit seinen Jüngern. Wow, ja. Fisch und Brot, ja. Haben wir jetzt, glaube ich, nicht hier. Aber genau. Ja, mit einem gemeinsamen Mahl. Ja, wunderbar. Was beinhaltet Auferstehung, wenn ich das so erlebe? Neues Leben. Neues Leben, ja. Wie fühlt sich das an, das neue Leben? Weiß auch nicht. Was? Neu. Neu, ja, genau. Hoffentlich mit Freude, oder? Hm. Ja, wir merken, das ist nicht ganz so einfach, oder? Und dann sagen wir, ja, ja, wir feiern die Auferstehung, wir haben es gesungen. Und dann plötzlich, wenn man darüber nachdenkt, ja, wie machen wir denn das wirklich? Also eine gute Möglichkeit ist, wir beten Gott an, wir sind ihm dankbar und sagen, jawohl, das ist so, du hast das in uns bewirkt. Und wir haben ja gemerkt, wahrscheinlich, hoffentlich auch, dass diese Auferstehung, dieses neue Leben in uns eine Veränderung bewirkt hat. Wir sind nämlich befreit worden aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit mit Christus. Ich hoffe, das ist bei euch allen auch irgendwo sichtbar und spürbar. Und sonst soll es noch werden, auch immer mehr. Das ist für mich so ein wirklich wichtiger Teil, dieses Auferstehungsleben eben auszudrücken. Weil es ist ja einfach im Glauben geschehen. Das sieht man ja eben nicht. Vielleicht spürt man das auch nicht. Aber wir dürfen ihn anbeten und dankbar sein. Und vor allem, für mich auch ganz wichtig, wir dürfen das weitersagen. Verkündigung ist für mich auch, ich feiere die Auferstehung. Jetzt wird es schwierig, oder? Wenn ihr in der Apostelgeschichte einmal anfangt zu lesen und dann schaut, was haben die dann überhaupt den anderen Leuten weitergesagt? Was haben die denen mitgeteilt? So die ersten paar Wochen und Monate und Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus. Die haben vom Auferstandenen gesprochen. Und stießen natürlich auf völligstes Verständnis, oder? Nein, natürlich nicht. Sie wurden verspottet, ausgelacht, missverstanden und so weiter. Aber das ist ein Teil des Feierns der Auferstehung, dass ich es weitergebe. Wenn du Geburtstag hast, gibst du das ja auch hoffentlich weiter. Also vielleicht nicht, hallo, ich habe Geburtstag, gratuliere mir bitte, das meine ich nicht. Aber die Leute, die wissen, wenn du Geburtstag hast, wissen die Leute, dass auch Auferstehungsleben in dir ist? Das wäre mal was. Ich weiß, es ist ein bisschen herausfordernd, aber für mich hat es so einen ganzen wichtigen Punkt eben. Wenn ich Auferstehung feiern will, dann ist die eine Seite, dass ich Gott dankbar bin und die andere Seite, dass ich es nicht für mich behalte. Ich kann es doch gar nicht für mich behalten, wenn ich merke, wow, da geschieht etwas in mir, diese Freude, dieses neue Leben, das muss doch raus. Hoffentlich muss es raus. Und ich wünsche uns, dass wir so richtig freudig auch aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen und dann den Menschen, denen wir treffen, auch dieses Auferstehungsleben, diese Auferstehungsfreude vermitteln können. Vielleicht durch unser Dasein, durch unseren Blick, durch unser Lachen, vielleicht auch durch ein gutes Wort.